Dein Smartphone, deine Entscheidung. Eine Kampagne der Polizei, um Kindern zu erklären, dass sie mit ihren Handys Straftaten begehen können. Seit 2 Wochen hängt das Plakat in der Realschule Hauzenberg. Hier hatten 8 Klässler in einer WhatsApp-Gruppe ihre Lehrerin so beleidigt, dass sie Anzeige erstattete. Am Freitag gingen Polizisten in die Klasse und sammelten die Handys ein, in Absprache mit dem Schulleiter. Es gab keine Alternative, als dass die Polizei aktiv wurde. Und ich denke, es ist ein Zeichen gesetzt worden, dass WhatsApp-Gruppen in der Schule nichts verloren haben. Die Polizei sagt, die Eltern sind in der Pflicht. Sie sollten kontrollieren, was in den Chats ihrer Kinder steht. Doch machen das Eltern? Man kann die Handys schon kontrollieren und man schaut auch ab und zu einmal drauf. Aber in gewisser Weise hat man ja oder soll man ja auch irgendwie ein gewisses Vertrauen haben zu den Kindern. Und das ist ein schwieriger Fall. Wir brauchen das nicht zu kontrollieren, weil es kennt ja jedes Elternteil, nimmt man an, seine Kinder selber am besten. Ich tue es leider nicht, aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, dass man das ab und zu kontrollieren würde. Rektor Wolfgang Falk wird allen Eltern einen Brief schreiben und sie bitten, mit ihren Kindern zu sprechen. In der betroffenen Klasse dürfte die Polizeipräsenz schon viel gebracht haben. Diese Schüler, die haben sich geschämt für das, was sie gemacht haben. Die waren auch in Tränen ausgebrochen, als sie von mir befragt wurden und auch von der Polizei. Und ich denke und hoffe, ich wünsche mir, dass das für die anderen abschreckend genug war. Die Handys der Kinder liegen bei der Polizei. Sie werden jetzt ausgewertet.